Hey, willkommen zur 57. Folge von GTA 5. Heute widmen wir uns den Fremden und Freaks und wir hatten schon mal einen Fremden und Freak angefangen und das ist hier die eine mit dem T da. Mit der haben wir Abschleppmissionen gemacht oder so. Das heißt, wir fahren da einfach mal hin, schnappen uns den nächstbesten Wagen und fahren hin. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ohne Großes drumherum. Fremd und Freaks werden hier auch angezeigt, ne? Michael hat 3, Franklin hat 6 und Trevor hat 9. Da kommen aber keine 20 zusammen. Aber egal. Ach, die Alte schon wieder. I knew you couldn't stay away. Family. Ty, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Wie gibt sich zum Abschleppwagen? Okay. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shot. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Hier geht's erst auf. You know the drill. Also, Auto abschleppen. Oh Mann. Beeil dich. Hatte ich den nicht sogar beim ersten Mal sogar umgefahren? Das war doch noch in der Story, ne? Hab ich doch umgefahren. Dass die überhaupt noch lebt. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause, dear, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Whoa! Got your math on the corner in Davis. Whoa. Oh Mann. So, hier steht das Teil. Na, rückwärts, rückwärts.
We're on, boo. Let's move it out. Die Aufträge sind ja noch relativ einfach, ne? Einfach nur Autos mitnehmen. Wo kann da die Schwierigkeit sein? This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20... Franklin. For 20 years. Ach ja. Drop it in the marked area. Same as before, honey. You sure you ain't been? Kann ich das auch da reinschieben? Gonna be none of that car left. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Tja, tschüss. Bestanden und das in Gold. Glaubt man's? Leider ist sie gerade nicht wieder verfügbar, wie es aussieht. Aber ich habe mir mal gedacht, wir kaufen einfach mal hier das Ding und machen da dann die eine Trophäe. Girl, don't even get me started. JB again, can't get it. No! Warte mal, der hat die Handy verloren. Willst du es zurückhaben? Stopp! Warte! Ich wollte dir dein Handy zurückgeben. Shit! Hoppla. Sie möchte ihr Handy also nicht wieder. Ich glaube, Fremde und Freaks sind dann auch abgehakt. Ach ja, einen besonderen Freak wollten wir auch noch machen. Da haben wir während der Story hier die eine Website besucht, damit der schon mal angezeigt wird. Okay, ich nehme dich mal an. Hi Franklin, I'm calling to tell you I'm getting married. Shit, I knew that. I mean like tomorrow. Oh, shit, okay. You know, you will find someone, Franklin. But before that, you gotta grow up. I mean, seriously. You didn't want to hang out with Lamar because he was too crazy. But, well, do you really think you moved on from craziness? Look, thanks for the lecture, all right? But listen, I'm happy for you, honestly. I am, man. Now, I'll see you around, all right? Take care of yourself. Oh, scheiße. Ich glaube, mit dem Ding, in dem Ding muss man eine erfolgreiche Taxifahrt machen und dann kriegt man die Trophäe schon. Es ist eine sehr einfache Trophäe. Kostet ja nur 200.000.
2000 wöchentlich. Du kannst jetzt kostenlos mit dem Taxi fahren. Yay. Okay, jetzt bin ich etwas verunsichert. Kleinen Moment. Muss ich mit dem Taxi fahren oder muss ich eine Taxifahrt machen? Also jemanden damit befördern. 44% habe ich schon. Cool. Pures Gold, Berufsverbrecher, zu Hause in San Andreas. Ah, da muss ich die komplette Karte erkunden, alles klar. Schließe eine private Taxifahrt ab. Was ist eine private Taxifahrt? Anything going, dispatch? Yeah, call just came in. It's up on your GPS now. Oh yeah, I'll take that one. Thanks, driver. Location should be up on your GPS. Fahrer? Ich bin der Inhaber, verdammt. Hey, I'm stuck in traffic again. Let's get this chariot in motion! Aye! The struggle, yo! Shit! Oder ich muss selber ein Taxi rufen und damit fahren. Was auch immer. Und damit noch richtig Kohle verdient. Früher gingen die Fahrten ja noch alle auf Zeit, ne? Also in den vorherigen GTAs. Jedenfalls, was ich noch so aus Vice City kenne. San Andreas war es, glaube ich, auch noch so. GTA 4 habe ich auch lange nicht mehr gezockt, aber ich glaube, da habe ich noch nie Taxifahrten gemacht. Müsste ich eigentlich auch mal zocken. Mal wieder. Von GTA 4 habe ich zwar mal ein Let's Play angefangen, aber habe ich nur 4 Folgen aufgenommen und danach, keine Ahnung, kam immer wieder was dazwischen. Taxifahrt beendet. Well, my man sure loves a bustieri. Does Inspector Nickers sell those? Dann muss ich wohl anrufen. Okay, okay. And what about restraints and handcuffs and all that good stuff? Y'all got that too? Oh, goody, honey boo, I am fitness. You got any cabs available? Not a problem. A driver's on the way. Appreciate it. Brauche ich noch einen Wegpunkt, zu dem ich mich fahren lassen kann. Lass uns einfach mal hier hinfahren. So. Yeah, who this? Oh, hello. This is Raul from the cab company. They said you bought the business, so I wanted to introduce myself. Alright, cool. Shit. Good to meet you. It's a solid business. We do well. Some of our regulars can be a little fussy, but what do you expect? And not less, right? I'll give you a call if anything comes up, okay? Alright, sounds good. You. Whatever. Hey, my man, where you going? So, Wegpunkt. I'll get you there fast, buddy. Come on, let's go. Beeilung. Buckle up. Überspringen wird teurer, ne? Klar, ich kann kostenlos mit dem Taxi fahren, Idiot. Da ist nichts teurer. Ah, was macht der denn? Der ist ja noch schlimmer wie ich. Alter, sag mal. Fahr nochmal dagegen. Bloß nicht. Ey, Alter. Ich wäre hier als Fahrgast schon lange ausgestiegen. Okay, danke. Tschüss. Aber jetzt. Taxifahrt beendet.
Los. Trophäe. Oder war die Taxifahrt jetzt nicht privat genug? Na gut, dann muss ich wohl auf die Mission warten, die sich wohl so nennt. Alles klar. Da habe ich etwas total missverstanden. Haben wir die komische mal wieder irgendwie? Nee, ne? Okay, würde ich sagen, machen wir mal einfach den nächsten Freak hier. Mal gespannt, wer der Freak sein wird. Ich müsste jetzt eigentlich 2 Freaks abgeschlossen haben, ne? Jawohl, 2. Und wir haben 60%. Wow. Boah. Ihr wisst schon, dass der mich gedingst hat, ne? Ich hab mich nur gewehrt. Das war Notwehr. Das war auch Notwehr. Der wollte meinen Wagen rammen. Oh, Tony, will wieder was? Dann erklär mal. Tang is busy with it. Holler at the beep. Na was jetzt? Ich sollte doch anrufen. Okay. Die wird auch immer noch nicht angezeigt. Dann will die halt nicht von mir. Ganz einfach. Dann kann sie mal selber zusehen, wie sie klarkommt. Ich mache jetzt noch einen fremden Freak. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Oh, zu weit. Hä, wo ist hier bitte schön einer? Ach da, der. Na, mal gucken. Wer bist du und was willst du? At the smoke inn. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet, protesting.
Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Just a mellow, sophisticated high. Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. Okay, wie er sagte, das Zeug ist Müll. Und jetzt wird mir auch nicht weiter angezeigt. Okay, ich soll weg hier. Tschüss. Der Typ ist von dem Zeug heil geworden und Franklin meint, dass es totaler Müll ist. Was ist das? B? Das ist für Trevor. Okay. Nix für mich. Habe ich jetzt wieder einen fremden Freak abgeschlossen oder? Zwei. Komisch. Ja. Eigentlich wollte ich nur noch einen fremden Freak machen. Das heißt, das soll es dann wohl für heute erstmal gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter mit den Fremden und Freaks machen. Oder mit den fremden Freaks. Wie auch immer. Okay, zwei Sammler sind schon mal weg. Eigentlich müsste Thea immer wieder hier irgendwo sein. Machen wir dann da oben weiter wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, bis denne.